Hallo, grüß euch, Marian hier. Ich habe euch versprochen, ihr bekommt noch ein Video bezüglich, wie wir die letzte Honigernte machen. Und zwar habe ich auch schon im Artikel geschrieben, dass wir sozusagen die Bienen aus den Honigräumen ernten und daraus noch Schwärme machen. Die letzten Jahre hat sich das als recht mühsam erwiesen. Wir haben die Bienen sozusagen abgebeselt in Trichter, in Kunststammkästen und dieses ganze Prozedere so gemacht. Das heißt, jede Wabe einzeln bearbeitet. Das ist natürlich für mehrere Völker ein Riesenaufwand. Jetzt haben wir vom Jürgen Binder einen Tipp bekommen und den ein bisschen adaptiert. Also vielen Dank, Jürgen, für diesen Tipp und hier unsere Lösung dazu. Also, was ihr hier seht, ist ein Stapel mit Honigräumen. Da unten drunter ist eine Bienenflucht und hier ist einfach eine Zage mit entweder Mittelwänden oder ausgebauten jungen, schönen Waben. Ja? Was wir machen ist, wir hängen da unten rein eine Brutwabe, offene, verdeckelte, das ist relativ egal. Es geht nur darum, dass die Bienen angezogen werden, sozusagen aus den Honigräumen nach unten zu klettern. Und unten kommt auch noch eine begattete Königin dazu, im Käfig, also noch verschlossen. Dieser Stapel steht seit gestern. Ihr seht sozusagen, hier sind die ganzen abgeernteten Wirtschaftsvölker und hier stehen die ganzen Honigstapel. Warum die so hoch sind, ist deswegen, weil wir sozusagen relativ positiv oder optimistisch waren mit der Honigerntemenge. Das heißt, wir haben meistens einen Honigraum zu viel gegeben und dass wir die erst heute alle gemeinsam abholen können, da sind mehrere drinnen, die teilweise kaum bis wenig Honig haben und so würde ich sagen, muss man insgesamt kommen auf 2 Kilo Bienen. Was sich bei der Flachzage zeigt, eine wirklich komplett volle Flachzage sind 750 Gramm. Das heißt, von denen braucht man gut 3 bis 4, dann hat man sozusagen die Wunschgröße. Ja? Und wir machen das so Daumen mal Pi. Ihr seht, die Stapeln sind nicht alle gleich groß, manche sind höher, manche niedriger. So, und wie wir dann schlussendlich dann am nächsten Tag verfahren, haben wir hier ein recht feines, elektrisch funktionierendes Laubgebläse, also so einen Bi-Blower. Und das zeigen wir euch kurz vor, wie wir da verfahren. Also Christian, du kannst mir jetzt Honigräume geben, dann blasen wir das mal ab. So. Kannst du mir gleich mehrere aufnehmen. So, kannst du gerne anschauen, der Honigraum ist leer. Ja. Also wie die Schwärme dann ausschauen, können wir vielleicht noch ein Video machen. Ich meine, das braucht jetzt sicher eine Woche. Die müssen natürlich jetzt sich, die werden dann aufgestellt, die Schwärme. Also natürlich auf einen anderen Standplatz. Und ja, Füttern nicht vergessen, selbstverständlich. Rohr behandeln innerhalb von einer Woche. Und super Völker. Wir haben gekriegt jetzt davon 32 Völkern, sind jetzt da gute 10 Schwärme. Also ein Drittel. Normalerweise rechne ich ungefähr mit der Hälfte. Dieses Jahr sind die Völker schon ein bisschen schwächer. Gut, bis zum nächsten Mal.